Heyo Leute, heute geht's weiter mit einer neuen Folge Dishonored. Ja, letztes Mal haben wir die traurige Wahrheit über, ne, die Gravis Lightning Oil Corporation Company, was weiß ich, gefunden. Wir sehen, es sind Walöltanks ausgelaufen, irgendwie sowas. Vermutlich durch die Überschwemmung. Was wohl auch diese Vergiftungen erklärt. Ja, so, und weiter geht's. Ich sammle hier mal noch das letzte Zeug ein. So, und dann geht's auch wieder zurück zur oberen Ebene der... Ja. Zu dem Zeug. Okay. Also, wir müssen zu Dauds Hauptquartier. Und... müssen erstmal diese Tür öffnen. Genau. Und irgendwas. Da sind Fehlbildungen. Ist das deine Akte? Ja, ist es. Anweisung von Oberaufseher Campbell. Ich wünsche Ihnen Sicherheit, Mut. Sicherheit und Mut bei Ihren Unternehmen. Der Attentäter Dowd, auf seine fanatischen Anhänger sind gemeinhin unter dem Namen Walfänger bekannt. Da sie die Masken der Ölarbeiter tragen, seien Sie vorsichtig, denn Dowd könnte Kräfte jenseits unserer Vorstellungskraft besitzen und unerwartet heftigen Widerstand leisten. Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor. Sie sind bekannt für Ihre Niedertracht. Ihr Hauptquartier befindet sich in den Gebäuden der Handelskammer innerhalb der Ruinen von Central Rutshaw. Sämtliche Straßen dorthin wurden gesperrt, mit Ausnahme der Hochbahn. Finden Sie den Bahnhof von Rutshaw. Okay. Giftige Pflanzen, oh Gott. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Wir waren nie da. Oh Gott. Oh Gott. Ach, das sind also die Walöl. Tot. Die Walöl, Leute. So, wir wollen zu Dowds Hauptquartier. Was sich wohl hier drüben befindet. So, wir haben automatisch gespeichert, würde ich sagen. Sehen. Wie sollen wir denn hier durchkommen? So, probieren wir erstmal. Okay. Erstmal haben wir einen Knochenartefakt übersehen. Dann gehen wir also nochmal zurück. Ich würde jetzt ja nämlich doch noch das mitnehmen, was ich mitnehmen kann. So. Ah, da hinten. Wir lassen es doch. Ich habe jetzt wirklich drüber nachgedacht. Okay, also wir brauchen die Nachtsicht. Ja. Und. Wir schleichen hier einfach mal durch die Gegend. Denn wir haben es ja gleich geschafft. Ich dachte, es wäre schwerer. Geht. Oh, knietief unter Wasser. So. Okay. Der Bahnhof ist verschlossen. Der Schlüssel könnte sich in einem Gebäude in der Nähe befinden. Einer von Dowds Männern könnte ihn ebenfalls bei sich tragen. Na toll. Ach ja, das habe ich ja vergessen. Natürlich.
Okay, oh. Na siehst du. Direkt der Erste hat den Schlüssel. So. Dann begeben wir uns mal in die Bahnstation und nach Central Rutshaw. So, das sind also die Walölanzüge, diese Walfängeranzüge. Und wir sind in der Central Rutshaw Railway Station. So, ich werde direkt mal. Oh Gott, hier sind. Ja, das sind die Zugschienen. Ja, jetzt würde mich ja ehrlich gesagt mal interessieren. Oh mein Gott, hier fuhr also die. Der auch. Ja, Central Rutshaw. Also schaut euch diese Stadt an, die ist wirklich innerlich tot. Die Königin, wie sie über allem thront. Nein, nein, ach nö. Nee. Oh, oh mein Gott. Gott, ich werde niemals gegen die mehr kämpfen, das ist ja. Oh Gott, letzter Versuch. Oh Gott, das ist der dritte. Oh, wie viele sind denn das noch? Okay, wir haben alle. Oh. Wir haben sie doch nicht. So, jetzt haben wir alle. Okay. Dann werde ich nicht mal. Wie viele gibt's hier noch? Nächstes Mal schwimme ich. Oh, okay, also. Wir haben es geschafft in Central Rutshaw. Ich denke mal, wo die Katastrophe ihren Lauf nahm und begann. Okay, wir sind drin. Worauf wartest du? Ich muss zum Tor, nicht zum Fluss. Und dort besitzt den Schlüssel zum Tunnel. Und will nicht gestört werden. Deswegen, korrekt, unser Gefangener. Der Leibwächter, der bei der Kaiserin war, er macht ihn unruhig. Okay. Unterhalb von Dauds Hauptquartier gibt es einen Tunnel, der zu Rutshaw Tor führt. Der Zugang ist versperrt. Daud trägt den Schlüssel. Ja, heute Abend stehen uns große Veränderungen bevor. Ja, viel Erfolg bei deinem Auftrag, sobald du die Freigabe hast. Okay. Okay, okay. Okay. Wir sind nicht hier. Oh Gott. Also, wie kommen wir nach da oben? Da. Gott, ich will auch mal mehr schleichen, aber. Ah! Ich will gar nicht. Okay, wir haben's. Ja, nice.
So, jetzt ist aber wirklich Schleichen angesagt. Okay. Also man sieht richtig, dass das hier der Finanzbezirk war. Ich hätte gern aber irgendwelche Unterlagen noch. Also das wird... Dort Schlüssel ist erforderlich. Was ist das? Schreibtisch alle zu. Das... So, da oben soll Daud sein. Dann gehen wir mal los. Oh. Oh Gott, da ist auch einer. Durchqueren Sie den Raum ohne Aufsehen zu erregen. Okay. Oh, ich habe zwar fast meine gesamten... Okay. Oh, ne. Ah, warte. Ah, okay. Und von hier. Nach da drüben. In den Innenhof also. Denn wir wollen ja ans zweite Stockwerk. Und schlussendlich zu Dauds. Unterschlupf. So. Meister. Kann man denn nie seine Ruhe? Corvo hat uns besiegt. Er hat unsere besten Männer getötet, Sir. Er wird wohl auch mich töten. Sie sagten, das wäre unmöglich. Okay. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte immer, dass die Stärksten von ihnen mich töten könnten. Aber kein Fremder. Jemand, der nicht wie wir trainiert wurde. Aber vielleicht wird er das. Bleiben Sie wachsam und töten Sie ihn, wenn Sie können. Vielleicht überraschen Sie uns beide. Okay. Also, aber bevor wir das wirklich machen, ich versuche ihn zu verschonen oder zu töten. Es wird wohl darauf hinauslaufen, dass wir ihn töten, weil ich so ungeschickt bin, machen wir erstmal einen Break. Ich verabschiede mich von euch. Ihr habt gesehen, Central Russia. Und hoffe, ihr schaltet morgen wieder ein zu einer neuen Folge von Dishonored. Dann bleibt frisch, bleibt sauber. Ciao.